watching German Gyan. My name is Nidhi Jain and guys, this video is all about German festivals. So guys, in India, you all know that we are having lots and lots of festivals. So why not let's get to know all the German related festivals in this video, which will be in German language, but you will be getting all the English subtitles. So stay tuned and without wasting time, let's get started. And before that, do subscribe this channel right. Eins, das größte Volksfest der Welt, das Oktoberfest. Das in München gefeiert Oktoberfest ist eines der berühmtesten Feste in Deutschland. Bierliebhaber aus der ganzen Welt kommen zusammen, um die bayerischen Bierfeste sowie kulinarische und kulturelle Veranstaltungen und Aufführungen zu feiern. Es ist eine atemberaubende Aussicht mit lebhaften und farbenfrohen Paraden, aufregenden Fahrgeschäften, Musik und Konzerten. 2. Karneval. Wenn Sie Spaß an einer Kostümparty haben, dann ist diese genau das Richtige für Sie. Diese Party dauert 6 Tage. Wenn Sie die Menge laut Kjole Alaf jubeln hören, wissen Sie, dass dies das Zeichen für den Beginn der Party ist. Dieses Fest wird im Februar gefeiert und man sieht Menschen dabei zu, wie sie in großen Mengen Kölsch und Krapfen konsumieren. 3. Filmfest Berlinale. Die Berlinale oder die Internationalen Filmfestspiele Berlin sind eines der bekanntesten Filmfestivals in Europa. Nach der Vorführung sitzen der Regisseur und die Darsteller jedes Films normalerweise zu einer Frage- und Antwortrunde zusammen. 4. Münchner Opernfestspiel. Für Opern- und Ballettfans sind die Münchner Opernfestspiele eine einmonatige Veranstaltung, die im Juni und Juli stattfindet. Dieses Fest wird seit 1876 gefeiert. Ein einzigartiges Highlight ist dabei die Oper für alle, wo Aufführungen live ins Publikum am Max-Josef-Platz übertragen werden. 5. Wurstmarkt. Das größte Weinfest der Welt findet jedes Jahr im September in Bad Dürkheim mit über 600.000 Besuchern statt. Es findet jährlich am 2. und 3. Wochenende im September statt. 6. Frankfurter Buchmesse. Die Frankfurter Buchmesse ist die weltweit größte und älteste Buchveranstaltung. Seit mehr als 500 Jahren sieht die Messe die Buchverlagsbranche und internationale Besucher an. Diese Messe findet jedes Jahr im Oktober statt und hat jedes Jahr ein anderes Thema. So guys, I hope you have learned a lot of German festival which you were not aware. Like I have learned a lot while making this video. Thank you so much for watching this video. I hope you are enjoying and you are learning the 3 modules with this video. See you in the next video. Till then, keep learning German with German Gyan. Take care. Tschüss.